Herzlich willkommen, Leute. Es ist wieder Zeit für Royal Beef React mit keinem geringeren als Nils Bomhoff. Nils Bomhoff und Etienne Gade. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute sind wir wieder bei dir auf dem Kanal. Heute sind wir auf meinem Kanal. Ansonsten findet ihr die anderen Folgen natürlich bei Nils Bomhoff Action Channel auf YouTube. Mhm. Und wir sind in Folge 4. Das bedeutet N+. Ja. N+ ist das Spiel. Genau. Ein Spiel, das wir auch früher viel privat gezockt haben. Wir hatten so mal eine Zeit, als wir auch viel miteinander rumgehangen haben, bevor man so viele Verpflichtungen hatte, familiärer, beruflicher Art. Und da haben wir meistens auf dem Beamer gezockt, sowas wie eben Mario Kart, Smash Soccer oder auch N+, was so ein Geschicklichkeitsspiel ist, so ein bisschen wie Meat Boy oder Speedrunners ist vielleicht etwas, was da am ehesten, glaube ich, in die Richtung geht. Aber wir haben es halt wirklich seit Ewigkeiten nicht gespielt. Seit diesem Beef haben wir es nie wieder gespielt. Deswegen, tatsächlich. Nicht mal mehr gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe nur so vage Erinnerungen dran. Ich meine, irgendwas mit gespannt. Gelb und Schwarz, farblich. Wir werden sehen. Also das kommt eben aus der Zeit, wo wir auch die Auswahl der Titel so hatten, dass es für jeden zumindest häufiger mal gerecht war, weil wir die Sachen halt zusammen auch immer gespielt haben. Da hat jetzt niemand wirklich einen Vorteil gehabt oder so. Ich bin sehr gespannt, wo wir starten. Es hat sich dann zum Glück schnell geändert. Wir starten sofort. Ich will noch ganz kurz sagen, vielen Dank für euer Feedback für die bisherigen Folgen. Mhm. Ich möchte nur als Disclaimer sagen, wir nehmen am Stück auf. Das heißt, wir können euer Feedback dann nicht immer von Folge zu Folge direkt umsetzen. Also habt ein bisschen Nachsicht. Viele haben sich beschwert, dass wir zu wenig Pause gedrückt haben und zu viel drüber gelabert haben. Das werden wir natürlich versuchen, besser zu machen. Gleichzeitig sei aber erwähnt, dass wir damals bei unserer ersten Staffel wirklich equipmenttechnisch noch in einer ganz anderen Liga gespielt haben und deshalb das Ganze nur von der vom Kameramikro überhaupt aufgenommen wurde. Wir hatten keine Ansteckmikros oder so. Das heißt, die Soundqualität ist leider auch nicht ganz so gut. Seht uns das bitte nach. Das wird dann in den nächsten Beef-Staffeln mit Sicherheit besser. So sieht's aus. Dann legen wir los. Ich drück mal hier Play. Los geht's. Lassen wir das Intro mal laufen? Ja, ich habe für mich festgestellt, dass ich das brauche zur Einstimmung. Wir gucken das jetzt ja hier am Stück, aber wenn man das nur alle einmal die Woche sieht, ist das schon okay. Das ist sehr laut. Das ist sehr laut. Ich habe es noch ein bisschen hier bei mir leiser gemacht. Weil das ist halt auch anders abgemischt einfach. Soll ich das hier leiser machen, Nikola? Ich bin richtig gespannt, weil da, also bei einigen hatte ich noch so Erinnerungen, aber bei N+, hätte ich nicht mal sagen können, dass wir das noch gespielt haben. Ich weiß gar nichts mehr. Wirklich nichts. Aber da sieht man schon geschlaucht. Alle sind... Ah, die Auswirkung, also Tekken war der erste Bruch. Vierte, ne? Ja, wir spielen jetzt Nils plus alle anderen, kurz N+. Das ist ein lustiges Tippspiel für Xbox Live. Du hast ja richtige, guck mal, rote Lippen, rote Bäckchen, da ist noch Blut durch das Gesicht geflossen. Ich war aber auch krank, ein bisschen, ne? Was? Ich war ein bisschen krank. Ach komm. Deswegen der Schal. Vier Ninjas versuchen, so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Auf geht's. Starker Move mit der Brille, oder? Der nice Brillenmove. Guck, siehst du, es hat sich nicht geändert. Damals beeindruckt, heute beeindruckt. Scheiße. Die Regel. Jeder Spieler muss so viele Zeitpunkte wie möglich einsammeln. Dabei gilt es, Minen, kleine, fiese, blaue Elektrodinger und diverse andere Gegner zu meiden. Wer insgesamt 5 Runden am längsten überlebt, gewinnt diese Royal Beef-Disziplin. Ja, Speedrunner ist schon guter Vergleich, glaube ich. Was muss man machen mit den gelben Vierecken? Die bringen Zeit also, oder was? Die füllen den Balken da oben auf. Die füllen den Balken, glaube ich, auf, ja. Scheiße, ich habe es auch vergessen. Und wer ist wer? Pöddel ist wahrscheinlich Simon. Budimon ist Budi, Wurzelgnom und der Blitz. Keine Ahnung. Also guck mal, da oben ist ein, sieht man sehr schlecht, aber auf diesem gelben Balken ist auf weiß eine Zahl, ein Countdown, der runterläuft. Ich nehme mal an, dass derjenige, der am längsten
überlebt, also den längsten Balken hat oder so, der Last Man Standing, der kriegt die Punkte. Ja. Man darf diese blauen Kreise nicht berühren, nehme ich an. Vielleicht, weiß ich auch nicht, schießen die auch noch oder so? Punkte runter, ja. Ja. Und diese gelben Kästchen erweitern halt den Balken. Ich glaube, Wurzelgnom und der Blitz, die haben damals als Praktikanten gearbeitet und das sind die Accounts von denen. Kann das sein? Aber ich bin mir nicht sicher. Lang lebe der Blitz, ey. Alles Gute, mein Lieber. Lebt ja leider nicht mehr. So, wir machen Play. Folgendes, bevor wir anfangen, erstmal die Farbgebung. Ja, genau. Ich bin grün. Ja. Ich bin blau. Rot. Schwarz. Rot. Blau. Rot. Los geht's. Wählen schwarz. Alle bereit. So, Achtung, es geht los. Survival Mode. Keiner weiß, wie das funktioniert. Doch, nee, man muss doch die gelben Dinger einsammeln, dann kriegt man mehr Zeit. Also, guck mal, da hast du noch Sachen erklärt, die du wusstest. Ja. Ich bin tot. Scheiße! Ah, nein! Ich bin schon tot. Okay, der Rote gewinnt. Ganz schnell. Du hast gewonnen, du weißt gar nicht wieso. Wo bin ich denn? Ah, nee, man kann noch wieder einsteigen. Nee, es geht noch weiter irgendwie. Ja, weil die Zeit noch nicht abgelaufen war. Aber man muss nur länger am Leben bleiben als die anderen quasi. Ja, ich glaube, ja. Alter, das ist so lächerlich. Nein! Warum bin ich denn so dumm? Ja, der Simon geht steil so. Das ist nicht mehr. Also kennt man ihn. Nein, da geht. Oh, oh. Fuck it, come on! Oh, da hab ich zwei eingesammelt. Oh, ich mach mal ganz kurz. Ich mach mal ganz kurz Pause, weil das gerade richtig unübersichtlich ist und ich das auch gerade nicht checke. Kurz mal die Situation. Simon hat am meisten, ist schwarz. Dann kommst du bist ja rot, Eddie, Wurzelgnom. Ich bin komplett vorm Verrecken gerade. Und Buddy ist mit Grün auch noch gut dabei. Nee, der ist sogar besser als du gerade noch. Okay, und jetzt haben wir es, glaube ich, alle verstanden. Diese roten Punkte sind sozusagen Explosionskanister oder so. Die darf man nicht berühren, sonst fliegt man in die Luft. Genau. Unten diese blauen Orbs bewegen sich, die darf man auch nicht berühren. Und die gelben Dinger muss man einsammeln. Alles, was Schaden macht, nimmt dir von der Zeitenergie. Und die gelben Sachen laden die Zeitenergie wieder ein bisschen auf. Und du musst als letzter quasi Last Man Standing sein. So habe ich es verstanden, ne? Gut. Ja, ich auch. Wir machen weiter. Dann machen wir weiter. Date dich ab. Blitz? Nicht der Blitz? Ja, du bist bald tot. Ich aber auch. Ich habe noch 30 Sekunden. Ich mach's natürlich super da unten links in der Ecke. Ich sitze es einfach aus jetzt. Komm schon, du sitzt es aus. Nein! Und kaum bewege ich mich raus. Ich muss einfach nur, ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts, denke ich nicht. Nein, shit! Das hat nicht geklappt, Simon. Wo bin ich denn? Warum komme ich nicht wieder? Rot, oh, grün, das ist auch ein richtig Vollversagen. Gewinnst du hier etwa? Das kann doch gar nicht sein. Ja, Simon braucht noch nur ein gelbes einsammeln, dann ist er wieder vorne. Jetzt hat er's. Super gut. Jetzt muss ich. Warum gehe ich nicht nach unten die gelben da unten holen? Und stattdessen springe ich da rein. Was ist denn mit mir los? Oh, Simon hat sich aber auch nochmal. Aber ja, das hast du nicht gut gemacht. Es wird auch echt mal Zeit, verdammt nochmal. So. Nächstes Spiel, oder? Ja, bitte. Nicht? Als ob wir nur eine Map spielen. Glaubst du es wirklich, oder was? Das war N Plus, oder was? Ja! 8 Stunden Setup. Oh, ich hab keine Ahnung, wer da gewinnt. Das ist eigentlich so ein Booty-Spiel. Alter, was ist Laser? Ja. Wo sind wir denn hier? Wieso wird hier mit Laser gearbeitet? Das ist doch auch. Och, das ist scheiße. Wenn der einmal aktiviert ist, kommst du da echt nicht mehr weg. Oh. Super Technoland. Ja, das ist nicht so einfach, ne? Oh ne, das war ja das Dümmste. Ich bin richtig schlecht. Aber warum gibt es das Spiel überhaupt nicht mehr? Nein! Oh, was? Entschuldigung. Ist nicht schlecht. So gibt es auch keinen zweiten Teil oder so, ne? Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja von irgendwelchen Leuten, die dann was anderes gemacht haben, was Vergleichbares. Speedrun. Los, wo bin ich denn? Ich glaube, die Laser sind auf Farbe blau eingestellt. Ich glaube, einen zweiten Teil gibt es auf Steam. Ein Plus Plus. Ach, echt? Ich bin doch schon wieder in den dummen Laser rein. Okay, ich hab mich da gerade noch mal kurz Wie dumm. Es ist doch. Nein! Ich mach mal Pause. Kurzüberblick. Das ist gerade echt. Alle sind schlecht. Alle sind einfach richtig schlecht. Aber wir sehen. Simon 10,5. Du bist, glaube ich, du bist das 1,5. Ich habe 3,5. Buddy 9,5. Also, es ist gerade ultra spannend. Ja, aber es ist. Also, ich renne einfach freiwillig dauernd in jeden Laser rein. Das ist mal wieder so dumm, einfach so unnötig. Ja. Naja, okay, ich bin jetzt quasi raus. Ja, ich auch. Wir sind zusammen raus, aber ich bin, glaube ich, Dritter, du Vierter. Kommt das ganz knapp. Einen brauche ich nur noch. Einen einzigen. Ja. Immer nicht. Oh ja, ich habe ich bleibe hier. Und ich habe gewonnen. Oh, ich drehe durch. Simon gewinnt die ersten beiden Spiele. Ein Spiel, wo man sein Gehirn einsetzen muss. Nächste Runde. Simon führt 2-0. Mal gucken, wie das Alter. Ich laufe nach links.
Das Gute bei diesem Spiel ist auch, das ist das Gute, aber die taktische Komponente ist, du weißt nie, wo die anderen hinlaufen, weil diese gelben Orbs, die sind ja einmalig und wenn sie wechseln, sind sie weg. Und du musst ja direkt am Anfang loslaufen, um rechtzeitig irgendwo zu sein. Und wenn du jetzt die Situation hast, dass drei Leute nach links laufen, einer nach rechts, ist das schon vorentscheidend. Deswegen ist das wichtig, auch wo man hinläuft. Das ist ja natürlich jetzt komplett schwierig, den Überblick zu behalten, wer was macht. Aber hier sieht man, Simon ist nach unten, Budi und du seid nach erster Etage rechts, ich bin erste Etage links. Mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt kann ich mit gerechnet. Na, ich komme rüber zu dir. Nee, ich bin jetzt unten gelandet. Hä? Wieso gehe ich denn da nicht rüber? Hey, wenn sage ich dir. Ey, ich bin so dumm. Mann, was ist denn hier los? Ey, aber man muss einfach die Geduld haben bei diesem Spiel. Wenn man die Geduld verliert, ist vorbei. Jetzt hole ich mir da links die gelben. Ruhig, drüber springen. Oh, ich bin so dumm. Ich reg mich richtig auf über mich. Ja, ich reg mich über mich auf. Man guckt ein bisschen auf sich selbst gerade, weil man sehen will, wie das Vergangenheit sich so abgeschnitten hat. Aber guck mal, wie nett ich noch gucke, wie voll Freude, obwohl ich so kacke bin. Das gibt's doch gar nicht. Was war los mit mir? Du bist nicht so verhärmt, wie du wirklich bist. Ja, das ist natürlich gewachsen über die Zeit. Ja. So, das ist jetzt super einfach da. Fuck it! Alles klar. Was mache ich da? Gleich raus. Nein, ich bin reingesprungen direkt. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ich habe das Spielprinzip immer noch nicht verstanden. Jetzt also, immer noch nicht? Nee, ich heute ja, aber damals. Ah, oh, da kriegt er nicht mehr. Da geht der Schwarze an ihn vorbei. Weil wie ich grinsend einfach darauf warte, als erster rauszufliegen, das leuchtet mir gerade nicht so ein. Nein, das ist scheiße! Boah, der Blitz, nein. Wo bist du denn da oben rechts, der Typ? Nicht der Blitz. Ja. Wie schlecht, einfach nur stehen und warten, ne? Ich hole mir die Punkte, ich hole mir den gelben. Nicht gemacht, sonst hätte ich nicht so viel Punkte. Ja. Aber das ist meine Runde. Noch ein Punkt? Wieder eine Sekunde gewonnen. Ich bin zu 34. Ne, das muss nichts weiter. Ah, war das knapp! Oh. Das war immer richtig François souverän. Der Blitz! Der blaue Blitz! Weiter geht's! Blue Flash! Flash. Okay, wo sind wir? Das sag ich nicht. Okay, ich mach mal kurz Pause. Die Rakete trifft den Schwarzen auf jeden Fall. Die Rakete. Jetzt ist eine neue Gegnerschaft hier im Spiel. Das sind hier diese grünen Dinger, die schießen Homing-Missiles. Und das ist halt auch immer gemein, weil man weiß nicht, auf wen die schießen, ne? Ja, weiß auch nicht, wonach das geht. Da ist Ungerechtigkeit angelegt, auf jeden Fall schon im Prinzip. Aber man sieht's, es wird sauschwer, da hochzukommen auf die Ebene mit den gelben Münzen. Weil diese roten Dinger sind ja alles so Annäherungsminen. Ja. Das heißt, wenn jemand mutig ist und der Erste ist, die anderen können dann den Weg abstauben, sozusagen. Also wir wissen alle, Budi wird's da. Ja. Ey, ich muss aber noch mal kurz jetzt, wo ich das auch noch mal sehe, also das ist unfassbar, dass du selbst in so einer Situation, wo du jetzt wirklich auch mega schlecht warst und komplett versagt hast, dein Gesicht, diese Milde, dieses milde Mona Lisa-eske Lächeln, was dein Gesicht umspielt, dein babyzartes Gesicht. Da, was ist in den letzten 20 Jahren oder 15 Jahren mit dir passiert? Also das ist wirklich krass. Ich glaube, wir werden es live mitbekommen beim Beef, diese Wandlung. Ja, ich glaube. Aber auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was da los ist, aber ehrlich gesagt, ich finde es ein bisschen creepy. Dieser Blick. Guck mal, wie nett ich da gucke, obwohl ich gerade massivst verloren habe. Ich finde es ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt nicht, was da los ist. Möglicherweise hatte ich Sex an dem Tag, aber es ist nur eine Vermutung. Unwahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, welche Version mir besser gefällt, aber wir bleiben mal dran. Also weiter geht's. Kurz, Simon wurde, also nochmal zum Zusammenfassen, Simon wurde abgeballert. Wir drei in der Reihenfolge, Budi, ich, du, laufen alle nach links. Mal gucken, was passiert. Haha, dann schön abgelenkt, ne? War nicht schlecht, war nicht gut. Guck, es geht nur auf mich. Die scheiß Rakete, also, das darf nicht wahr sein. Jetzt muss man die Ruhe behalten, Mist, einfach. Komm, jetzt mal im Ernst. Wenn man jetzt anfängt, panisch zu werden, ist vorbei. Das ist ein Jump-Pad, Oh Mann, oh Mann. Nein! Schon wieder sowas! Guck, vorsichtig, die zwei eingesammelt stark. Aber Nils, wieso bist du so gut? Ja, weil das ist ein Skillspiel, hat der Simon auch richtig gesagt. Ja. Du bist ja mit dem Skill, ne? Ja. Oh, immer derselbe Mist! Da kommen die Raketen, na, das ist wirklich. Komm schon, ich bin schon wieder weg, das ist doch scheiße! Man muss Geduld haben in dem Spiel, wenn man panisch wird. Nein, da hab ich die blöde Rakete gekriegt, die für mich gedacht war. Ist der Sieg? Schon vorbei? Ja. Mhm. Ich sag aber, der Sieg ist nicht der Sieg. Der Sieg für den blauen Blitz.
Okay, ich mache jetzt mal vor jeder Runde Pause, damit wir ein bisschen Ruhe reinbekommen. Also es steht 2-0, 2-0. Simon, ja. Die ersten beiden gewonnen. Ich weiß gar nicht, haben wir, also ich glaube, die anderen, wir haben jetzt nicht Platz 2, 3, 4 ausgespielt, ne? Geht nur um Platz 1, oder? Ich weiß nichts mehr. Ja, also wir haben hier keine Platzierung offensichtlich gemacht. Und jetzt starten wir hier unten in diesem kleinen Keller und alle sind schon, glaube ich, jetzt gerade schon tot. Kann das sein? Bis auf du? Du lebst noch, weiß ich nicht. Na, wir sind in dem Raum eingeschlossen mit diesem Ding und du siehst ja diesen roten Punkt dann noch. Da waren also direkt am Anfang schon Minen. Vielleicht können wir hier mal, ich weiß gar nicht, kann ich das machen? Hier. Nee. Ja. Hä? Aha. Hä? Nee, sind doch nicht tot gewesen. Was, aber diese roten Minen, die kommen da irgendwie lang. Ich check's auch noch nicht so ganz. Oder ist das sind, glaube ich, einfach nur Leichenteile vom Roten. Okay, das ist ja einfach nur ein Schlachtfest. Natürlich sehr random hier. Aber in dieser Randomness gilt es sich ja dann auch zurechtzufinden. Also, es ist ja random für alle und dann gewinnt ja trotzdem der, sag ich mal, der es am schnellsten schafft, dieser Randomness Herr zu werden. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Level. Nein, ich verliere, das kann nicht wahr sein. Schnell hoch. Aber was ich wirklich, das sieht uns gar nicht ähnlich, dass wir nur den Sieg zählen. Das ist zum Beispiel echt. Das heißt, wenn du viermal Zweiter wirst und jemand anderes wird dreimal Letzter, einmal Erster, hat der trotzdem nimm mehr die Sekunde. Punkte. Und jetzt gewinnst du, das ist ja unfassbar. Nein. Echt? Ja. Oh, verdammt. Wie du dich freust. Das ist ja so süß. Warte, guck mal dein Gesicht. Dein kleines schnuckeliges. Da! Guck mal, wie du dich freust. Wo ist das alles hin? Ich verstehe das nicht. Nils, ihr habt's kaputt gemacht. Was soll ich sagen? Ihr habt's kaputt gemacht. Doch, doch. Natürlich. Guck mal hier, das ist ja so süß. Jetzt weiß ich, warum deine Mutter dich so liebt. Die kennt dich noch so von früher. Ja, die kennt mich nur so. Die hat keine Ahnung, was aus dir geworden ist. So, pass auf, Julian. Pass auf, Julian. Ich hab euch ein einziges Mal gewonnen, verdammte Scheiße. Das ist ein Witz! Die Zeiten werden sich krass ändern. Hä, das Level hatten wir ja schon, ne? Ja, ich glaube. Ich hab so keinen Bock mehr auf dieses Spiel, wirklich. Guck mal, wie Simon schon. Du hast gewonnen, ey! Ja. Du hast zweimal gewonnen! Und sagt, super Skill. Wieso bin ich denn so dumm und gehe da nicht einfach hoch? Was mache ich denn da? Achso, oh, es ist aber auch wirklich sackschwer. Schlau. Weil das hat ja auch so eine komische Physik. Ja. So, jetzt hole ich mir die Punkte, Alter. Ja. Was? Hat das einer gesehen? Ich bin explodiert kurz vor der Sekunde. Hat das einer gesehen? Als wenn man da die Chance hat, auf jemand anderen zu achten. Ja, wir gucken nur auf dich, Simon, was dir passiert. Alter, wie dämlich. Okay, dann muss ich jetzt hoffen, dass Udi stirbt. Nein, ich brauche nur eine scheiß Sekunde, ey. Das war's schon wieder. Ja, Bödefeld gewinnt. Victory! Hab ich gut gemacht. Ja, Vergangenheitsnutz. Okay. Nur noch, ne? Wer zuerst 5 hat, denke ich. Ja, Böde hat jetzt 4, oder nicht? Nein. Alter, okay, das ist einfach. Alter, das hatten wir auch schon mal, das Level. Alles leer geräumt und jetzt staubt irgendwer ab. Oh. Sei doch bitte. Ja, guck mal, jetzt kommt man nämlich nicht mehr da hoch. Nee, du staubst nicht ab. Du sagst doch nicht ab. Oh Gott. Ja, okay, was ist das? Wer war das denn? Sind wir gleich? Simon, wahrscheinlich, oder? Was ist passiert? Naja, dieses Rauszoomen des Levels gerade. Man sieht ja gar nichts mehr. Einfach super unfair. Wer von euch war das? Was muss man denn da drücken? Ich weiß es nicht, aber einer von euch hat es gemacht. Das ist ja total gemein. Für den Führenden, in dem Fall mich. Das ist Miss Marple, ne? Jeder kann es gelesen sein. Ach komm, ja, genau. Ich spring und du kommst mit. Oh, jetzt bin ich führend. Oh, knapp. Jetzt musst du führen und ich komme da nicht weg. Ah, ja, da musste ich riskieren. Jetzt ja, das muss ich doch einfach nur noch werden. Ja, warum bleibe ich nicht einfach irgendwo in Sicherheit? Ja. Nein! Was mache ich? Spring! Bleib da Scheiße. Oben! Bleib einfach da oben! Guck mal, jetzt bleibe ich, versuche ich da oben zu campen. Du versuchst warum einfach. Krieg ich die Punkte nicht? Ich habe doch eben gerade noch voll was geholt. Aber das sollte ich locker in der Tasche haben. Ja, das hast du in der Tasche. Schon wieder weg! Das ist ja dann auch so gemein, wenn man dann sieht, man hat eigentlich schon verloren. Das ist der Sieg. Yes. Wie
Punkte habt ihr? Simon 2, Nils 3, Eddie 1 oder was? 2. Und ich keinen. Ja, weil es geht noch weiter. Obwohl Buddy ja eigentlich, das ist eigentlich schon ein Buddy-Spiel. Das ist verwunderlich, dass er so schlecht ist. Eigentlich schon. Ja. Oh, na gut. Ich haft das System auch nicht. Ich glaube nicht, dass da... Ach, das ist die gleiche Stage. Ach nee, das ist die mit dem Laser. Ja. Oh, wie lange das auch, bis man wiederkommt. Das ist ja einfach so ätzend, diese Wartezeit. Oh, direkt reingesprungen. Das war so einfach, gerade da wegzukommen. Ich habe das Gefühl, manchmal ist es besser, einfach irgendwo in der Ecke zu warten. Ja. Während die anderen auf dem Versuch, bei dem Versuch sterben. Oh, ich war doch schon oben. Oh. Scheiße. Meine Fresse, du. Uiuiuiui. Ich erinnere mich an dieses Spiel. Das, oh, komm, ja. Das hatte so ein, bei der Steuerung so einen ganz fiesen Moment, wenn man nicht mehr vorwärts kam, wie in einem Traum, wenn du weglaufen willst und kommst nicht von der Stelle oder so. Das sieht man manchmal, wenn man versucht, die Mauer hochzuspringen. Wenn man, also dann ist man so in so einer Trägheit, in so, so wie so durch so ganz dicken Schleim muss man dann. Man kommt nicht voran und das macht einen komplett irre. Ja, ja. Ja, das ist schon eine ganz komische Physik. Hier ist die Frage im Chat, wie alt waren wir damals? Das war vor... Das, also ich glaube, wir haben 2009, also vor 15 Jahren. Genau, das heißt, ich war 29. Ja, ich war 30. Ja. Jung, voller Hoffnung. Ja. Ja, genau, am besten da direkt da, wo ich respawne. Warum nicht? Ey, das Programm spielt gerade gegen mich. Entschuldigung, wir machen jetzt vielleicht ein bisschen zu häufig Pause, aber lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Aber geht dir das gerade auch so, dass man, obwohl ja, du kannst ja am Ausgang nichts mehr ändern, dass man trotzdem jetzt so mit seinem Vergangenheits-Ich so mitfiebert und denkt, oh komm, warum machst du das denn jetzt nicht so? Ich habe das Gefühl, ich bin besser geworden. Also ich gucke mich gerade so an und denke, ich bin so ein bisschen enttäuscht von meiner Leistung. Ich denke mir, daher würde, das würde der heutige Eddie besser. Der heutige Eddie würde gegen den 30-jährigen Eddie locker gewinnen, glaube ich. Naja, da bin ich mir nicht so sicher. Aber vielleicht können wir das ja nochmal wiederholen und irgendein Algorithmus spielt dein Vergangenheits-Ich oder so auf, aufgrund der. Oh, das wird bestimmt irgendwann gehen mit KI oder so. Ja, interessant. Aber komplett. Aber ich habe gute Chancen, hier diese Map auch zu gewinnen. Ich führe. Ja. Du bist die größte Konkurrenz. Du darfst jetzt natürlich da oben nicht mehr an irgendwas rankommen. Doch, wenn du jetzt runterfällst, gewinnst du. Ah, du schaffst es natürlich. Siehst du, ich wusste es. Du Sau. Nee, du... Alter, es ist, wir sind exakt gleich. 3.15, 3.15. Was passiert denn jetzt? Aber ich werde, glaube ich, gleich gelasert. Ich glaube, ich werde gelasert. Weil ich kann nicht springen. Und wenn ich rutsche oder da bleibe, frisst mich der andere Laser. Ja, also, ja, wir sind exakt auf das Zehntel gleich. Keine Ahnung, was dann gewertet wird. Guck. Ha! Ach, du bist runter, warte mal ganz kurz. Okay. Ja, warte, ich muss auf dich achten. Du bist rot? Ich bin rot. Ich konnte weder nach oben noch nach unten. Hier, guck. Zack. Ah. Ich konnte nicht nach oben, weil wenn ich gesprungen wäre, wäre ich gegen den oberen Laser. Und runter rutsche ich in den anderen Laser. Ja, okay, verstehe. Ja. Das hat mich die Map gekostet. Scheiße. Oh. Aber als, man muss sagen, nur noch ein Stück zurück. Oh, wie weit war das? Warte. Hier, der Zeitpunkt, wo ich springe, ist da überhaupt nichts. Mhm. Ich springe und genau in dem Moment kommen die Laser, kommen die scheiß Laser. Ab jetzt das nur noch ich. Nein, es war er nicht. Adolf Nils. Es war nicht der Sieg, Mann. Nee, aber es war der Etappensieg. Jetzt habe ich. Oh, ey, das sorry jetzt. Ich habe dir geholfen, habe mich dabei selbst irgendwie explodiert. Ja, das ist. St. Martin kann nicht davon sehen. Ja, super lustig. Ist halt einfach nur. Aha, es sind diese Momente. Oh, ich würde es natürlich genauso machen wie Nils, aber ich weiß genau, dass das. Das sind die Knöpfe beim Simon. Wenn er eh schon sauer ist und dann noch einen dummen Spruch kriegt vom Führenden. Das ist natürlich schon so ein bisschen so, als ob man die Zeitbombe anzündet. Ja, aber das ist ja, man muss das ja auch mal zu dem damaligen Zeitpunkt, da wussten wir auch noch nicht, was wir heute wissen. Oh, ne? Ja. Wir wussten ein bisschen was, aber die, also die Eskalationsspirale ist natürlich nochmal mehrfach durchgedreht in den folgenden 15 Jahren danach.
Und das war damals natürlich klar, haben wir uns alle versucht, gegenseitig noch die Knöpfe zu drücken. Aber das war auch noch ein bisschen spielerischer und noch nicht so ganz eskalations-. Absolut, absolut. Bedrohend. Aber man merkt bei Simon schon, jetzt ist hier so schon so ein kleiner Moment, wo er, glaube ich, wirklich der Hass auf dich wächst, auf jeden Fall. Ja, gerade der Spruch hat nicht geholfen. Nee, aber es ist auch so, um da jetzt nochmal das nochmal herzuleiten, in den ersten Folgen, das haben wir auch von Anfang an beobachtet, ist Simon die ganze Zeit immer gegen mich gewesen. Ja, ich weiß. Und hat immer, egal wer gerade mein Gegenpart war, immer den anderen angefeuert. Und das war komplett überhaupt nicht durch irgendwas hervorgerufen, sondern das war Simons Entscheidung. Und deswegen finde ich, dass Vergangenheits-Nils ist hier nicht zu hart zu verurteilen dafür, dass er hier ein paar Sprüche bringt. Okay, wir schauen nochmal, wir hören nochmal rein. Sekunden gekostet. Ja, was soll ich jetzt machen? Solidarischen. Einfach mal nicht noch ein Arschloch sein. Also das wäre eine Idee. Hat ja schon auch einen Punkt. Ja, ja. Wenn du schon gewinnst, nicht noch ein Arschloch sein. Ja, da hat er vielleicht einen Punkt, aber man muss ja auch in so einer Situation Emotionen auch sich manifestieren lassen beim Gegner, um in die nächste Disziplin das mit rüber retten zu können. Weißt du, was das Schöne ist? Das Schönste an solchen Sachen ist, wenn man nicht selber involviert ist, weil dann kann man es richtig genießen. Ja. Dann kann ich genießen, wie ihr zwei den Hass untereinander verteilt und ich bin nicht betroffen. Aber ich weiß natürlich, früher oder später bin ich in der gleichen Situation, auf der entweder gebenden oder receivenden Position. Aber jetzt gerade in der Situation ist es einfach schön zu sehen, wie Simon dich hasst und du ihn provozierst. Das ist wirklich toll. Aber er hat es verdient, er hat angefangen. Absolut, jeder von euch hat es. Aber du führst halt auch haushoch. Das ist die hohe Kunst des Nils Bohorf. Zum Kotzen, ey. Das eigene Spiel trotzdem dann aber auch durchzuziehen dabei. Aber hier kommt der Rote, sammelt Gelb. Aber du bist ja echt, der Balken bei dir ist ja echt voll. Man muss einfach die Ruhe bewahren hier in diesem Spiel. Das ist das Allerwichtigste. Oh, dann bist du besser gesprungen. Jetzt sammeln wir beide da die Dinger. Ich habe aber hier die Scheiße. Keine Ahnung. Ich habe die dummen Dinge auf meiner Seite. Ja. Das ist die Niederlage. Das ist ja die von mir. Oh, da muss man. Oh, das ist gefährlich. Warum mache ich das? Nee. Oh, das ist unnötig. Schlecht. Ich schelte Vergangenheitsnies. Aber das war, ist so gut gelaufen. Aber wenn man dann weiß, man gewinnt, ist auch schön. Das ist der Sieg, ne? Ja, damit das hat der Sieg. Ich hab die zweite Scheißrunde gewonnen. Leute, ihr könnt ja gerne einfach reden. Es ist noch halt noch nicht vorbei. Wir haben 5 eingestellt. Seht ihr irgendwo einen Sieger? Nein. Nicht 5 eingestellt. Das war bei Race. Er ist 10 eingestellt gewesen. Ja, das stimmt. Er hat ja 5 Siege. Wir haben beide 2 und Sie hat 0. Das heißt 3 Punkte. 2 Punkte, 0 Punkte. Prost! Prost! Oh, dieses alkoholfreie Bier schmeckt mir ganz prima. Das ist doch schon wieder gut. Da wird angestoßen, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. So muss das sein. Ja, absolut. Ja, und ich weiß jetzt, also jetzt kommen ja noch die Endabrede. Ja, Budi nicht eine Runde gewonnen, das ist höchst seltsam. Also, hätte ich auch nicht gedacht. Vielleicht war mit den Gedanken. Und jetzt sag bitte einfach, nein, vorher sag du bitte mal, dass ich dir gerade den Arsch gerettet habe, dann dabei aus Versehen auf Selbstzerstörung gekommen bin und 10 Sekunden weg waren. 10 Sekunden, ich hätte gewonnen. Aber so. Vielen Dank, dass du mir den Arsch gerettet hast. Ich kotze, bitte mal. Gern geschehen. Ich kotze, sag's nochmal. Ich kotze fett ab. Ich hab mir den Arsch gerettet. Ich wollte es abmoderieren. Nein, ich wollte überhaupt nicht abmoderieren. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Und wir hassen dich. Zusammenfassung, Abmoderation. Zusammenfassung, okay. Eigentlich Zusammenfassung, Abmoderation. Nils ist dran. Mach. Hast du das? Bleib hier. Du hast verloren. Bleib hier. Gefressen. Wir müssen. Jetzt muss man checken, wie viel über die Folgen ich da einfach gefressen habe. Der Unterschied ist, dass dein Körper, also du frisst noch genauso viel, aber dein Körper kann das nicht mehr so kompensieren. Wir sind ja alle komplett gerstenschlank eigentlich. Ja, ich habe schon eine Plauze da, ich sehe das schon. Im Vergleich zu heute, meine ich. Schlimme Menschen, warum steht er auf? Oh. So, bitte. Meine Damen und Herren, nach dem 4. Match von einem Basketball, wir einen ganz lauter machen. Und die müssen still sein. Ich muss reden. Aber bilde ich es mir ein, wird hier gerade geschrieben von Non-Binary Balloon, bilde ich mir ein, oder war der junge Nils nicht so intrigant wie der alte Nils? Nee, ich bin halt so durch euch geworden. Ja. Na, das ist das Gleiche, was du jetzt, die Verbitterung, die du in deinem aktuellen Eddie siehst und die du herleitest durch unsere Handlungen,
so leite ich her, dass ich offensichtlich der Meinung war, ihr habt es auch nicht anders verdient. Ich bin der Meinung, die Anlagen waren schon immer da. Vielleicht waren die bei allen da und sie haben sich, vielleicht war der Samen schon, und das war einfach nur eine kleine Pflanze und sie wurde halt regelmäßig gegossen und wir sind gegenseitig die Gärtner für die jeweils andere Pflanze und haben sie reichhaltig gegossen und sie gedüngt und dann ist sie halt gut gewachsen. Okay, wir schauen mal. Ich weiß nicht, was ich da esse, Leute. Es sieht aus wie irgendein Sandwich. Partie 4 ist vorbei. N Plus liegt hinter uns. Folgendes Klassement nach 4 Disziplinen. Simon Kretschmer. Ich kann halt auch nicht warten, das Baguette kurz nach der Moderation zu essen, ne? Ich muss es mir jetzt reinziehen. Sofort, ja. Während ich die Kamera noch in die Kamera irgendwelche zeigen mache, schiebe ich mir das Baguette rein. 3 Punkte rein. Plus 0 Punkte plus 1 Punkt. Plus 2 Punkte gleich 6 Punkte. Wer das jetzt nur diese Folge sieht, wir haben ja einen kleinen Rechenfehler gehabt und deswegen wurde das nochmal neu übertont, vertont. Und deswegen ist da Simons, Buddys Stimme nochmal so drüber. Plus 2 Punkte, plus 3 Punkte, plus 2 Punkte, gleich 7 Punkte. Buddy, 3 Punkte, plus 1 Punkt, plus 0 Punkte, gleich 4 Punkte. Und ich, 1 Punkt, plus 3 Punkte, plus 2 Punkte. Plus 3 Punkte sind 9 Punkte! 9 Punkte! Und dann gehe ich als Führender in die nächste und fünfte Disziplin. Yeah! Doch! So. Ja, wir sind alle der Meinung, dass das nicht scheiße ist, oder? Okay, ich wollte mich nur versichern, ja. Eine kurze Zusammenfassung von der Scheiße, oder was? Mhm. Erste. Ja, also 4 Matches haben wir gespielt und. Ey, das war super nervenaufreibend, jedes einzelne Match. Ja, ich bin äußerst deprimiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, der Kopf dröhnt. Ich raste aus. Ich habe das Gefühl, meine Haare sind auch seitdem 1% gewachsen, weil aus dem Hirn. Sag mal, jetzt kann ich ja fragen, waren wir da nüchtern? Wir haben ein bisschen Bier getrunken, ja. Aber mehr nicht. Ich zumindest glaube nicht, dass wir da irgendwas anderes. Okay. An was du jetzt denkst. Einfach so. Es wird rausgedrückt, förmlich. Es sind alles Egomanschweine. Ich kann es einfach nicht häufig genug sagen. Es ist einfach so, es ist echt arg frustrierend. So viel Druck habe ich selten gehabt. Und vor allen Dingen gab es Favoritenstürze wie DFB-Pokal. Ich bin hier echt friedlich in dieses Turnier reingegangen, in der Grand Bœuf und alles. Und ich habe echt die Schnauze voll. Das ist unfassbar. Unglaublich, es hat so toll angefangen. Katastrophaler Beginn. Mario Kart hat gedacht, habe ich gute Chancen, mich Dritter geworden. 4-mal letzter Platz, das heißt von den anderen 3 war kein einziger letzter, weil ich immer letzter war. Ganz schlecht. Hätte ich auch so nicht gedacht. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich ein super. Du hast da eine ganz andere Stimme auch irgendwie. So eine alles, viel kindlichere alles. Stimme. Ja. Ist krass. Ja. Ja. Nintendo Mario Kart einer der Weltbesten bin. ganz schlecht. An dass der du Einschätzung dieser Lüge immer noch durchs Leben hat gehst. Hat sich nichts geändert. Das ist einfach ein schlechter. Hat man das von dir aus gehört? Ja. Entschuldigung. 2-mal den ersten Platz ist vollkommen in Ordnung für mich. Und dann kam Red Faction. Da wusste ich, dass der Nils auf jeden Fall einiges kann. Tekken, warum? Hab ich gedacht, hab ich keine Chance. Keine Ahnung. Bin ich 2. geworden. Okay, habe ich Eddie genommen. Ne? Ist unter Tekken-Spielern, glaube ich, verpönt. So. Ich hab's genau gewusst, ey, wenn ich dem Nils beibringe, wie man die blöden Buttonmasher-Charaktere benutzt, dann wird's eng. Aber ich habe ja gegen Eddie gewonnen dann letztendlich, was ja einfach nur zeigt, es geht, wenn man weiß, was man tut. Was der Simon nicht weiß, deshalb hat er verloren. Mario Kart, erste Runde. Da habe ich mir keine Sorgen gemacht, ist auch alles gut geworden. Wie gesagt, es ist alles, braucht man gar keine vielen Worte verlieren. Irgendwie zweite Runde, ach, war mir alles egal, hat Spaß gemacht. Das ist das Problem bei Budi. Dieses, am Ende, das haben wir schon oft gesagt, am Ende, Hauptsache wir hatten alle eine gute Zeit. Ja. Das ist bei ihm einfach, nicht, dass er nicht gewinnen will, aber dieses am Ende eine gute Zeit haben mit seinen Freunden ist ihm wichtiger als zu siegen. Ja. Das haben wir 3 nicht. Nee, das haben wir zum Glück nicht. Also, das muss man wirklich sagen. Jeder von uns 3 wäre bereit, diese Freundschaften für alle Zeiten zu beenden, wenn es hilft, den Beef zu gewinnen. Definitiv. Absolut, zu 100%. Und das macht für mich den Bully zum schlechteren Menschen. Dritte Runde war dann Tekken. Ach, war mir auch egal. Ach ja, N Plus. Ja, habe ich nicht so große Ambitionen gehabt. Und N Plus war dann wieder so eine Geschichte, da habe ich gedacht, da waren die psychischen Ausbrüche von euch allen einfach schon so weit fortgeschritten, dass ich wirklich gedacht habe, wenn ich euch jetzt
zerstöre, dann wird dieses Turnier vielleicht beendet und ich kann nach Hause gehen. Wie mit der normalen Souveränität, dass ich einfach sagen kann, ich habe mich die ganze Zeit zurückgehalten, ihr zerstört euch selber. Aber ihr lebt noch und das ist so frustrierend. Und das ist aber jetzt gleichzeitig auch die Motivation für den Rest des Abends. Es kann nicht sein, dass wir friedlich auseinandergehen, deswegen muss ich jetzt arg gewinnen. Wir haben es ja schon mal privat gemacht, so nur für uns. Und da ist nach der ersten Disziplin der Abend auseinandergebrochen. Alle sind beleidigt in vier verschiedene Richtungen gegangen, haben sich wochenlang nicht mehr angeguckt. Und heute haben wir es letztlich geschafft, schon vier Disziplinen zu spielen, obwohl die Emotionen hochkochen und keiner hat den Raum verlassen, irgendwie keiner ist irgendwie nach Hause gerannt und weint so. Und da bin ich wirklich stolz drauf. So. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass hier so ein paar Kameras stehen, ist es so ein bisschen wie der Mörtel, der diese Brocken zusammenhält und wenn der nicht wäre, dann wird alles einstürzen und uns unter sich begraben und wir wären tot. Ey, jetzt, wo Vergangenheits-Nils das sagst, ne? Das war ja wirklich so, jetzt kommt mir das wieder hoch. Wir waren, wo war das? War das bei mir zu Hause? Als wir zu viert das mal privat machen wollten und dann haben wir uns so massiv zerstritten und das war in Köln. Oder war das in Köln? War das bei meiner Kölner Wohnung war das, ne? In deiner Kölner Wohnung, da ist Simon und Budi sind aus Hamburg nach Köln gekommen. Einer hat, glaube ich, bei dir gepennt, einer, ich weiß nicht mehr, wie es genau aufgeteilt war. Und ich meine, wir hätten irgendwie Mario Kart spielen wollen, wollten da irgend so ein Ranking machen. Ich weiß nicht mehr, was der Auslöser war, aber es gab auf jeden Fall derben Streit und ich glaube, Simon ist abgereist. Simon ist zurück nach Hamburg gefahren. Ja, ich glaube wirklich, dass das so war. Ich glaube, Buddy ist geblieben, aber Simon ist abgehauen. Ja, und das war halt davor, das war vor Beef 1. Ja, da haben wir noch, wir zwei haben noch in Köln gewohnt. Ja. Das kommt mir jetzt komplett wieder, die Erinnerung kommt jetzt wieder hoch, wie als wenn die so vergessen worden wäre, zu Recht weggesperrt in Verlies. Aber ich weiß nicht mal mehr, was der Auslöser war. Aber ich weiß, es war was ganz Banales, so wie bei der Charakterwahl, ich will tot oder so. Weißt du, was ich meine? Es war irgendwas nicht Schlimmes. Das, ich weiß aber nicht mehr, was es war. Irgendwas. Aber es war sowas. Es war richtig. Wir hatten noch nicht mal angefangen. Das war, bevor wir angefangen hatten zu spielen. Und das Lustige ist, damals auf dem Hausboot, wir sind dann ja irgendwann 2008, 2007, irgendwie sind wir jetzt dann mit dem Hausboot. Da war das ja auch so. Da haben wir Risiko gespielt. Oh Gott, und bereits beim Aufstellen der Figuren haben wir uns so zerstritten, wir konnten nicht weg, weil wir auf dem Hausboot waren. Aber da haben wir uns richtig Zeit beim Aufstellen der Figuren. Ja. Was? Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie viele Stunden es gedauert hat, bis wir die Regeln gelesen hatten, bis wir die Figuren aufgestellt haben. Und dann haben wir, glaube ich, gar nicht gespielt. Nee, haben wir nicht. Wir haben dann gar nicht gespielt. Erbärmlich. Wir haben einfach 2 Stunden oder 3 Stunden damit verbracht, dieses Spiel aufzubauen, zu verstehen, um uns dann zu streiten und es nicht zu spielen. Stark. Ja, das war Folge 4 von Staffel 1 Royal Beef N+. Die nächste Folge gibt es wieder nächsten Sonntag bei Nils Bohmhoff Action Channel auf YouTube. Und zwar ist das dann welche Disziplin? Ich weiß es nicht, aber pass auf, ich habe gerade detektivisch mir was hergeleitet. Und zwar während der O-Töne gerade lief im Hintergrund Beach Spikers. Also könnte es sein, dass es Beach Spikers ist. Kann aber auch alles andere sein. Es könnte Beach Spikers sein, es könnte auch Geometry Wars sein. Eins von beiden, glaube ich. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge, aber es könnte Beach Spikers sein. Da bin ich auch richtig gespannt. Das ist immer noch ein geiles Spiel. Immer total noch geil. Kennt kein Mensch irgendwie, aber zu viert, perfekte Partyspiel. Reden wir aber dann drüber in der nächsten Folge bei Nils Bohmhoff Action Channel. Ich werde so oft sagen, bis du es wirklich so nennst. Ich muss ihn einfach umbenennen, den Kanal dann, ja. Aber es ist auch irgendwie ein bisschen geiler, Nils Bohmhoff Action Channel. NBAC. Kannst du wirklich so auch so ein geiles. Hey, willkommen bei NBAC. Kann man schon was mitmachen irgendwie. Ja, Action Channel. Ja. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.